Die japanische Sonde Hayabusa 2 ist erfolgreich auf einem 300 Millionen Kilometer entfernten Asteroiden gelandet. Auf Ryugu soll sie Hinweise zum Ursprung unseres Lebens und unseres Sonnensystems sammeln. Die Landung verlief laut japanischem Kontrollzentrum schneller als gedacht. Sogar erste Proben konnte die Sonde schon sammeln. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass es auf dem Asteroiden Wasservorkommen und sogar Organismen geben könnte, die bis zu 4,6 Milliarden Jahre alt sind. Damit wären sie Zeugen der Geburt unseres Sonnensystems. Von der Sonde abgesetzte Roboter sammeln zusätzliches Material auf der Oberfläche des Asteroiden. Erst kürzlich setzte Hayabusa 2 den deutsch-französischen Roboter Mascot auf Ryugu ab. Die Rückkehr der Raumsonde ist für 2020 geplant.